Und damit wollt ihr Palikan aufhalten, ne? Unter anderem damit. Wie sicherlich bereits durch durchgedrungen ist, sind wir natürlich hier, um Unterstützung zusammenzutrommeln. Also. Ey da, Paligan, habt ihr gehört? Die sammeln Geld für euren Anverwandten. Diesen Satz würde ich sogar so stehen lassen, der klingt nicht verdächtig. Ja, die fangen auch das Tuscheln an, drehen sich dann so, dass sie mehr zueinander spielen und dann fangen jetzt natürlich auch das große Diskutieren über Kugris an. Nun, offensichtlich ist man sich innerhalb noch uneins. Ja, was meint ihr mit innerhalb der Paligans? Ja. Nun, wenn es nach ihnen geht, dann hat Darion nie existiert, aber wir wissen, das ist eine Lüge, eh? Lügen liegen im Auge des Betrachters. Aber man kann nicht von der Hand weisen, dass er irgendwann kommen wird, um sie zu holen, wenn nichts passiert. Tja, ich habe eure Einladung gelesen, die war sehr unverfänglich. Warum nicht einfach Karten auf den Tisch, eh? Nun, dies hier ist nur ein kleiner Zusammentreffen, um uns in der Stadt ein wenig bekannt zu machen. Ihr wisst ja sicherlich, wie schwer es manchmal ist, bei so viel beschäftigten Leuten wie euch vorgelassen zu werden. Ja. Außerdem, nur dass wir schon mal unverbindlich vermelden können, dass wir morgen in der Arena gedenken, der Todesechse, wie Raphim sagen würde, so richtig aufs Maul zu hauen. Nee, aber das ist doch nichts Richtiges und nichts Gattes. Also, Todesechse kämpfen schön und gut, aber das hat doch nichts mit eurem Kampf gegen die blutige See zu tun. Ihr seid weit davon Nein. entfernt. Es erzeugt einiges an Aufmerksamkeit. Unser Kampf gegen die blutige See. Nun, die bisherigen Erfolge dürften für sich sprechen. Habt ihr schon mit Lolona gesprochen? Noch nicht, nein. Soll ich ein Treffen arrangieren? Er hat einige wichtige Informationen. Wenn ihr es anbietet, ja, tatsächlich. Dies wäre doch sehr. Ich wäre euch sehr zu Dank verpflichtet. Ja, das kann ich machen. Er ist eigentlich ein Mann von Zornbrecht, der an seiner Quelle steht, aber meine Verbindungen zu Zornbrecht sind doch. Der fette Mann weiß eigentlich nicht, wohin mit seinem ganzen Gold, eh? Und ich habe vieles von ihm. Dann ist es wohl umso besser, wenn wir ihn vielleicht um ein oder zwei winzig kleine Anteile dessen erleichtern. Für die gute Sache, versteht sich. Tja. Nun, die Information, die Lolana euch geben kann und die er sicherlich nach guten Zureden mit euch teilen mag, werden wichtig sein für euren Kampf. Wie steht es denn eigentlich mit euch und der Mansanit? Ich meine, Kapitänen wie euch können wir in der blutigen See bestimmt gebrauchen. Ja, jeder kann das. Könnt ihr euch mich denn leisten? Wir haben eine beträchtliche Barschaft. Habt ihr Schiffe? Dies, seht ihr, ist der springende Punkt, denn Schiffe brauchen Zeit und Zeit ist das, was wir nicht haben. Nun, ich glaube, das, Aber denkt doch was nur an den Palligan unsterblichen vorhat. Ruhm. Denkt doch nur an den unsterblichen Ruhm, den die Schwarze Armada anheimsen könnte. Gerade nach der letzten, sagen wir, in dem letzten Unglück könnte man unter Beweis stellen, dass man tatsächlich zu großen Dingen in der Lage ist. Nun seht ihr Kapitän, ihr seid ja gar nicht der Kapitän, ihr seid ja der erste Offizier, ja? Ja. Nun, ich bin es gewohnt, immer mit Kapitänen zu sprechen, nicht mit Offizieren. Nun, wir wissen schon. Seht ihr, Offizier, ich bin bereits unsterblich. Aber, sie, also den Ruhm von der grandiosen Perle zu mehren, ist sicherlich in meinem Interesse. Dabei geht es weniger um meine Person als den von Naranfa. Ich bin Aber mir deswegen bin sicher. ich hier. Ich bin mir sicher, ihr werdet es mit einer solchen Einstellung eines Tages noch sehr hoch hinausbringen. Wenn wir uns nicht um den schwimmenden Hebteichen kümmern, dann wird sich der Ruf keines von uns mehr in irgendeiner Form relevant sein. Wird das Einzige, was noch rumfährt, Schiffe sein und dominiert von den Dämonenarchen. Und seht es einmal so. Seht ihr den Kapitän da drüben? Er hat die Horasia um Hilfe gebeten. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben ihm dieses Schiff hier verkauft. Denkt da mal drüber nach. Stellt euch nur vor, wie ihr das hinterher darstellen könnt. Die Ja, raffgierigen Horasia, die das Schiff noch verkauft haben für den das Kampf gegen weiß die schwimmenden Heptarchien. das weiß sowieso jeder. Egal ob von Al'Anfar bis nach Kunchum oder ins Bornland. Jeder weiß, dass die Horasia zu nichts nützen. Und selbst die Torvaler, die überfallen auf dem Weg nach Al'Anfar noch einmal vorher das Horasiat. Aber wenn ihr tüchtige Seefahrer seid und einen schlagkräftigen militärischen Arm habt oder braucht, dann solltet ihr neben Lolona noch einmal sprechen mit Thor. Ich kann mir vorstellen, dass er gerne euch kennenlernen mag, ja?
Er sitzt in Port Corrad. Port Corrad? Oh, seine Agentin zwar überall, aber wenn ihr tatsächlich mit ihm Rücksprache halten wollt, dann sprecht mit Meteor. Und in Syla und Charybso werdet ihr sicherlich auch fündig werden. Syla wohl weniger, das ist ein Drecksloch, aber die Piraten von Charybso können euch sicherlich auch gute Verbindungen zu der schwimmenden zu der Stadt. Da das der Tiefe? Aha. Nun, also wie gesagt, wenn ihr eine Verbindung zu der schwimmenden Stadt herstellen wollt, dann können euch sowohl Lolona helfen als auch die zahlreichen Piraten aus Charybso. Es ist ein neutraler Hafen. Nur ihr solltet euch benehmen, ne? Man hat uns diesen Ratschlag schon einmal erteilt, ja. Dann solltet ihr auf weise Männer hören, ne? Nun, ich bin mir sicher, wenn so gestandene Seefahrer wie ihr oder eure Kompatrioten die Vorstellungen machen, sollte es keine Reibereien geben. Na, der Tanz endet. Da kommen die beiden Turteltäubchen wieder. Abelmir, komm her! Auf zu den Minen hinterzufassen, komm ran! Ich habe nichts dergleichen getan. Ich verfüge über ausgezeichnete Manieren. Ich warte gerade dabei, dem guten Kugris hier, Senior Kugris, eine Führung unter Deck anzubieten. Wärt ihr doch so geneigt, sie anzuführen? So als Horasia kennt ihr sicherlich das Schiff am besten. Korgon Kugris. Gestatten mir euch vorstelle, mein Name ist Abelmeja Morenes, Kapitän dieses prächtigen Schiffes. Es ist ganz gut. Größtenteils unterschreibt er nur die Wechsel. Nun, ihr wünscht eine Führung? Oder kennt ihr das Schiff nicht? Nun, ich kenne... Es kann sein. Sagen wir, ich habe viele horasische Schiffe gesehen im Laufe meiner alanfanischen Karriere, aber... vielleicht stand ich bereits auf diesem Schiff unter anderem Namen. Das kann ja durchaus sein, ne? Tja. Ihr habt es restaurieren lassen, ja? Ihr sollt euch weniger verhaften lassen, wenn ihr ein Schiff überfällt. Dann landet ihr auch nicht im Bauch dieses Schiffes in Ketten. Jedenfalls solltet ihr euch auf jeden Fall von Diamandis zeigen lassen, welche Modifikationen er an der Batterie vorgenommen hat. Ja, sieh, ich lasse mich von Diamandis Monterey führen. Das ist etwas Gutes. Dann lasse ich den Kapitän hier stehen, wo er hingehört, ne? Ja, wir können ihn. Ihr habt recht. So bei genauer Betrachtung können wir ihn wohl kaum von seinen Gästen wegzerren. Ich wäre unhöflich. Kapitän unter Bord, das wäre doch etwas nicht schicklich, eh? Er klopft dir so ein bisschen mit seinem Handschuh auf die Wange. Auch wenn er wesentlich kleiner ist als du. Und geht dann... Warte, mir oder Abelmir? Abelmir. Und geht dann... Ich kralle ihm dann irgendwie mit, in den Ellenbogen so dann hinten, dass er jetzt nichts Blödes tut. Und geht dann mit Monterey unter Deck. Verdammte Axt, Abelmir! Was habt ihr denn? Er nimmt sich unhöflich. Ja, aber er ist der einzige Wichtige, der es bis jetzt für nötig gehalten hat, hier aufzutauchen. Nun, dann fehlt es ihm an Manieren. Nein, ihm fehlt... Abelmir... Wir sind hier, um diesen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Dies werden sie nicht tun, wenn ihr sie beleidigt. Beleidigen könnt ihr sie hinterher noch, wenn wir aus dem Hafen ausfahren. Wir können gerne dem Silberberg eine Salve mitgeben auf dem Weg nach draußen, aber nicht jetzt! Nun, das sollten wir vielleicht anders mal besprechen. Hier sind Gäste, die da halt werden möchten. Ach, da kommt doch schon der Nächste. Senior, dann darf ich euch den Kapitän vorstellen und... Dann schiebe ich ihn weg und werde ihn los. Ah, sehr erfreut, sehr erfreut. Ja, irgendeine Grandessa, die viel zu viel Schleier trägt vor dem Gesicht und sich dann mit einem Seidenschleier noch weiteren Wind versucht, vor die Nase zu fächern. Ach, das Wetter, eine unangenehme Plage, nicht wahr? Ja, noch irgendwelche besonderen Gäste, die ihr abfragen mögt, ob sie anwesend sind oder ob ihr mit denen sprechen wollt? Irgendwas Besonderes? Frag mal zu, Damien. Hast du einen besonderen Gast? Ich würde gerne später nochmal mit Kugras reden, wegen der Lamea-Expedition. Oh. Sagen wir einfach, Hasswulf hat mich informiert, dass da ein Zusammenhang besteht, denn Hasswulf sollte da ja was rausfinden. Ja, das wisst ihr ja sowieso schon, dass sowohl Kugras als auch die Lamea als auch Filiasson, also alle drei Fraktionen waren gleichzeitig im Güldenland. Das ist bekannt. Mhm. Gut. Dann würde ich jetzt fürs Erste vielleicht zu Cesario Paligan rübergehen, der wahrscheinlich nicht so glücklich aussieht und da die Wogen glätten.
Ja, der versucht, irgendwelche Gespräche mit Diri und Diri als Zornbrich zu führen, der Spektabilität. Der ist er wohl allerdings weniger interessiert und lässt hier so ein bisschen abblitzen, was Cesario natürlich als Dekan, er steht da so ein bisschen verloren, er würde gerne dazugehören, aber niemand mag ihn irgendwie. Also nicht mal die anderen Dekane, die irgendwie von der medizinischen Fakultät oder von der Kriegsfakultät, also da sind viele gekommen, ne? So Dalmadis, Kukeres oder Tyrion Florios, ne? Also viele gekommen. Aber die haben alle keinen Bock auf ihn. Er ist einfach nur wie der Verwalter, der dem Ganzen vorsteht, aber niemand mag ihn. Mhm. Dann gesellt sich Zulamin mal zu den beiden und meint, aber meine Herren, ihr könnt doch jeden Tag miteinander reden, oder? Ja, das möchte ich meinen. Oder man lässt es. Ach, werte Zulamin, könnt ihr bitte vermitteln, wenn wir schon mal hier sind. Man begegnet sich ja sonst auch nicht oft in der Kantine oder in der Mensa, aber... Ach. Nun, wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass die Halle der Erleuchtung hier in Al-Anfa ein Teil der großen Universität ist? Ja, selbstverständlich, genau. Und damit untersteht sie mir als dem Dekan der gesamten Universität. Nun, aber das verwirrt mich ein wenig. Ihr tragt beide den Titel Spektabilität, nicht wahr? Anderen Dekane tun dies nicht? Ich bin der Dekan der Universität und damit auch Spektabilitas. Das ist natürlich ein Ehrentitel. Nicht verdient, wie ich sagen möchte. Nicht verdient. Ihr seid kein Magier. Nun, was hat denn Zauberei damit zu tun, dass ich mich eine Spektabilität nennen darf? Ihr seid ja auch kein Zornbrecht und nennt euch trotzdem Zornbrecht. Herr Dekan, eure Spektabilität Zornbrecht. Herr Dekan, wenn ich den Herrn... Nein, Beutax, nenn ihn bitte nur Mario und er ist nur einen geheiratet. Wenn ich ihn kurz entführen dürfte, ich hätte ein, zwei Fragen zum Lehrplan für morgen. Eure Spektabilität, würdet ihr wohl mitkommen? Es sind nur zwei, drei kleine Fragen und in diesem kleinen Gespräch kann ich euch doch sicherlich für ein, zwei Minuten entführen, oder? Und ich zwinkere Spektabilität Zornbrecht dabei so zu. Ja, Cesario, wen willst du haben? Cesario? Nee. Du willst Diri und Dirial haben? Genau. Ja, okay. Der dreht sich dann noch einmal kurz zu Lamin und flüstert dir ins Ohr. Ohne deine Liturgie würde ich jetzt explodieren. Tu es aber nicht. Und geht dann mit Boltax ab. Cesario steht wieder weiter betroppelt da und murmelt irgendwas von kein echter Zornbrecht. Ja, Zulamin versucht einen Cesario ein bisschen zu trösten. Wisst ihr, ihr leistet wertvolle Arbeit, auch wenn die anderen Fakultäten das sicher nicht immer so sehen. Denn, ja, wer mag schon den Verwalter? Aber irgendjemand muss die ganze Universität schließlich am Laufen halten. Richtig, richtig. Ohne mich würde ja gar nicht funktionieren. Das sind alles kleine Rädchen, die ich in einem großen Rad drehe. Und der Ruf der Halle der Erleuchtung würde ohne mich gar nicht tragen können. Aber sagt, könntet ihr mich vielleicht mit Kehas Karinor verständigen? Ich meine, ich habe von ihm gehört. Vielleicht kann ich ihn ja vor einer Vorlesung begeistern. Ja, ich habe ihn selbst heute erst kennengelernt, aber sehr gerne. Die Seekriegsfakultät könnte uns sicherlich, oder die philosophische Fakultät, schauen wir einfach mal. Hallo, Kiaras! Damit kommen die auf euch zu. Voltax, was möchtest du mit Diri und Diri machen? Oh, es tut mir leid, dass ich euch so rüde aus diesem Gespräch retten musste, aber ihr werdet es mir sicher verzeihen, oder? Ich habe sowieso kein gestärktes Interesse, mich mit Cesario Paligano zu unterhalten. Das dachte ich mir schon. Nun, vielleicht hättet ihr Lust auf ein kleines, amüsantes Spielchen. Ein Spiel? Nun, heraus. Nun, es geht darum, was ihr besonders gut könnt. Nun, aber nicht mit den Mitteln, die ihr besonders gut beherrscht, also nicht mit Zauberei. Genauso wenig wie ich mit Zauberei arbeiten werde, sondern... Wir machen das mit der Menschenkenntnis. Oder besser gesagt mit der Zwergenkenntnis. Ich erzähle euch drei Wahrheiten und eine Lüge, also insgesamt vier Geschichten über mich. Ihr müsst mir sagen, welches davon die Lüge ist. Dann geht es andersherum. So lange, bis jemand falsch liegt. Und die Person, die falsch liegt, naja,
Wir finden sicherlich eine lustige Strafe für diese Person. Was meint ihr? 3 Wahrheiten und 1 Lüge? 3 Wahrheiten und 1 Lüge. Also gut. Ohne Magie. Ohne Magie. Dann spielen wir. Nun, dann dürft ihr zuerst, weil ich das Spiel vorgeschlagen habe. Und, naja, kann ja auch sein, dass ich jetzt direkt falsch liege und dann eine peinliche Aufgabe von euch aufgebrummt bekomme. Diamantis, du stehst mit Kugris unter Deck. Was möchtest du mit ihm tun? Lässt dich so ein bisschen oder führst ihn so ein bisschen herum, nickt wohl den einzelnen Geschützmannschaftern, die noch da sind, zu. Bei der Kombüse nickt er wohl auch den Leuten zu, steckt mal kurz seinen Finger irgendwie zu den Zwiebeln rein, nimmt sich eine Zwiebel und dreht sich dann zu dir. Nun, das ist das erste horasische Schiff, unter dem ich je gesegelt bin. Auch als Gefangener wurde ich offen noch auf keinem festgesetzt. Aber was ich wirklich dran befürworten muss, ist das zusätzliche Batteriedeck. Schaut euch das nur an. Wir konnten auf dem Batteriedeck 10 der schweren Rotzen positionieren und haben somit Möglichkeit auf jeder Seite für. Ah, interessant. Nun, was verschlägt euch nachher einfach? Nicht mal nicht euch, sondern die Drachentöter. Nun, es klingt zwar eigenartig, aber tatsächlich der Krieg gegen die blutige See. Ihr wollt schnell den Mammon, ja? Nun, wie ihr es auch immer nennen wollt, wir brauchen Unterstützung jeglicher Art. Der Krieg dort spitzt sich immer weiter zu. Ja. Zuletzt haben wir es geschafft, ein Unheiligtum, was auch immer war, der Ersäuferin niederzulegen, besiegen. Aber wie ich hörte, soll es davon viele weitere geben. Wir sind ein einzelnes Schiff und das ist das Problem der blutigen See. Es sind nur einzelne Schiffe, die hohen Archen einkämpfen. Wir müssen eine Flotte aufbauen, einen Bund, der sich gegen jene verbündet. Ja. Unter Vareno Wilman wird das aber nichts. Ihr kennt ihn? Nein. Hatte, bis er zum Großadmiralissimus ernannt wurde, auch noch nie von ihm gehört. Auf welchem Schiff hat er gedient? Auf keinem. Er hat noch nie ein Schiff betreten. Monterey, das ist das Problem. Politik. Ja, die Seeschlacht von Phrygaios war ein Debakel. Die war dabei. Ihr wisst es, Rafim war dabei. Das ist. Sie hat halt einfach verändert, ja? Die Granden zerfleischen sich gegenseitig. Ich habe keine Lust auf die ganzen Spiele. Selbst der Rest von meiner Familie interessiert sich nicht mehr für die Seefahrt. Wir waren eine der stärksten Seefahrersfamilien. Zornbrecht, ihr habt ja unter Franja gedient, aber es ist einfach nur ein furchtbarer Graus, wie man Politik über Kompetenz stellen kann. Ich habe Franja verehrt. Hat zwar jahrelang diese Stadt regiert, doch war eine Seefahrerin durch und durch. Und als sie ihr Schiff angeführt hat, hat man mitbekommen, dass sie mit Leib und Seele dabei war. Nun, die Manöver, die sie sowohl vor Phrygaios als auch in Phrygaios gefahren sind, waren katastrophal. Also etwas sieht von unten nach oben natürlich immer furchtbar kompetent aus, aber lasst mir sagen, dass die tatsächlich nicht ganz so kompetent war, wie man immer sagt. Da war viel Ruf dabei, ja, aber die Tatsache war der andere. Ihre Offiziere waren kompetent. Glaubt mir, das waren sie wohl, aber ihr seid nicht unter ihr gefahren. Sie war eine sehr kompetente Frau. Nur vor Port Sterrebrand, der Verlust der Golgari, das hat sie gezeichnet. Sie war echt in bester Form als wir. Boah, Phrygaios einliefen. Ich habe die Logbücher, die gerettet wurden, gelesen. Aber gut. Ihr braucht mehr Schiffe, ihr braucht mehr Informationen, ihr seid unbeleckt. Euch meine ich nicht Monterey, aber euer Capitano hat keine Ahnung von Seefahrt und auch wenn euer erster Offizier gerne Glauben machen will, dass er weiß, wie blutige See funktioniert, aber am Ende kennt ihr die Geheimnisse, die dort schlummern, noch nicht. Und in trauriger Weise ist wohl die Drachentöter eines der Schiffe, das sich am besten in der blutigen See auskennt.
nach wohl diesen, habt ihr schon gehört, diesen Rattleral Salgin oder Sanin. Ja, Sanin gibt auch viel auf den Namen seiner Familie, aber er ist ganz gut, er ist ganz, ganz gut, ja, aber. Nun, Kugras, reden wir mal Tacheles. Was wir wirklich brauchen neben Schiffen und Geld sind fähige Kapitäne. Und da müssen wir, das wird niemand bestreiten, das seid ihr wohl. Schließt euch uns an. Sonst wird bald alles, was wir aus der schönen Heimat kennen, nur noch schwarzes Wasser sein. Verpestet. Ja, Alanfa hatte viele Schiffe, aber die liegen jetzt alle in den Händen von Kalinor. Die Zornbrechts wollen die Schiffe haben. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr niemals ihnen die Schiffe überlassen. Das endet nur wieder wie in Namen, wie bei den Wilmans. Na, die Zornbrechts, seit Farandjas Tod, kann man quasi ihnen nicht Schiffe anvertrauen. Überschreibt die Schiffe mir. Ich unterstütze euch gerne. Und ich bin auch fähig, mehrere von ihnen zu dirigieren, ne? Dass ihr ein fähiger Admiral wärt, will ich nicht bestreiten. Mir ist nur wichtig, dass ihr den Zornbrechts nichts gebt. Dass ihr nicht in ihre Intrigen stolpert. Wem die Schiffe am Ende in die Hand fallen, ist gänzlich irrelevant. Hauptsache, die stehen Seite an Seite mit der Drachentöter, wenn es blutige See geht gegen die Plagenbringer. Nun, ich werde euch unterstützen. Ich weiß, wie wichtig der Kampf gegen die blutige See ist und deswegen werde ich euch auch die Piraten von Charybdis zusagen, ebenso wie Lolona. Giftgrüne Säcke. Wie gesagt, er ist ein Mann von Zornbrecht, aber ja, ich kann ein Treffen arrangieren. Entweder hier im Hafen oder in Charybdis. Charybdis ist natürlich die bessere Wahl. Mich fragt. Da werden wir auf jeden Fall nochmal auf euch zukommen. Charybdis war vielleicht auch einer am nächsten Kette, die wir anlegen wollten, aber die Pläne deswegen sind noch nicht geschmiedet. Nun, sagt einfach Bescheid. Schreibt einen Brief an die Kugles und ich werde antworten. Damit mein Salix ist. Er interessiert sich nur für Geld. Geld hier, Geld da, er ist der Richard Störreband unter uns. Das ist keine Lüge. Aber er gibt es nicht aus. Die Familie Kugles wird euch also kein Geld geben, auch wenn sie welches hat, wird Salix eher seine Hand verbrennen. Gut, das aber wie gesagt, ich stelle meine Kompetenz in den Ring und auch mein Leben. Ich bin schon unsterblich. Spielt das keine Rolle, wenn ich untergehe. Wie steht das denn eigentlich mit eurem Schiff? Der Monsanit, ich hörte, sie ist auf einen Riff gelaufen. Fährt sie noch? Monterey. Sprechen wir über etwas anderes. Heikles Thema, naja. Rafim, hast du etwas, mit dem du reden möchtest? Oder möchtest du mit Geras sprechen oder mit irgendwas anderes? Irgendwelche Granden, die dich interessieren? Ja, tatsächlich würde es mich nur interessieren, ist jemand von der Familie Honak gekommen? Nein. Ah, hab ich vermutet. Dann tue ich es, wie einer Basaltfors geheißen ist, und halte mich fern von aller politischen Intrige, offiziell. Auch Horun ist beispielsweise nicht da. Der hat natürlich mit den Honax gar nichts zu tun, aber Horun ist auch nicht da. Stehen vor dem Hafen noch ein paar Schläger. Ihr seid euch relativ sicher, dass die zu Horun gehören, aber die gehen auch nicht an Bord. Die beobachten einfach nur. Dann würde ich nur darauf achten, wer wie viele Wachen mitgebracht hat. Also du kannst davon ausgehen, dass es gibt auf alle Fälle, jeder hat einen Mundschenk dabei, zumindest von den wichtigeren, auch wenn sie halt sowas wie Ringe und Amulette bei sich tragen, die entgiften. Aber ein Mundschenk ist auf alle Fälle dabei und du bist auch sehr sicher, dass diese Mundschenke mit dem Dolch gut umgehen können. Also im Handgemenge können die auf alle Fälle beschützen. Und so ein, zwei Wachen hier und da, aber wenn man dann auch an Bord gesehen hat, dass eine Menge an Dukatengardisten da sind, dann wird man zumindest auf die Wachen dann auch verzichten und die großzügig in die Taverne geschickt haben. Auch gerade, weil eine Basaltfaust anwesend ist. Also sollte es hier zu einem Streit unter den Granden kommen, dann wird da wohl relativ schnell geschichtet werden. Und jeder weiß, der als erstes eine Waffe zieht, ist auch der Erste, der stirbt. Also das wissen die alle. Ja, wunderbar. Dann gehe ich einfach nur meinen Dienst nach. Patrouillieren,
schauen, dass niemand aufs Schiff kommt. Sowas. Ja, gehst gerade an Poltax vorbei, da kannst du noch hören, wie Cesario, da kannst du gerade hören, wie Dirion ihm wohl mehrere Offenbarungen gesteht. Und zwar, ich bin kein Magier, ich bin Jungfrau, ich war noch nie im Dschungel und ich bin kein Göttersdiener. Oh, das ist schwierig, das ist schwierig. Also, ich schätze euch nicht so ein, dass ihr kein Magier seid, denn ihr habt ja bereits bewiesen, dass ihr einer seid. Und ich schätze euch auch nicht so ein, als wärt ihr nicht den leiblichen Freuden zugeneigt. Also glaube ich auch nicht, dass ihr noch Jungfrau seid. Hm. Natürlich die Frage, ob ihr schon mal im Dschungel wart oder ob ihr kein Götterdiener seid. Wobei, oh, das ist schwierig, aber ich würde sagen, das mit dem Dschungel ist wahr. Das war die Lüge. Und? Das werden wir nie herausfinden. Oh, ihr habt mich erwischt, verdammt. Nun ihr. Und gut, dann bin ich jetzt dran. Also, erste Runde mache ich es euch leicht. Ich habe an der Seite der Helden gegen den schwarzen Drachen gekämpft und gewonnen. Ich habe an der Seite der Helden gegen Xeran gekämpft und gewonnen. Ich habe an der Seite der Helden gegen Havax gekämpft und gewonnen. Und ich habe an der Seite der Helden gegen Oron gekämpft und gewonnen.